Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian, ihr habt Schwein, ich hab Schwein, denn es ist Mittwoch und das heißt, es ist wieder Marvel-Mittwoch. Juhu! Wir reden endlich über Moon Knight. Lange mussten wir warten, jetzt können wir endlich über diese neue Serie mit Oscar Isaac sprechen. Doch bevor wir über Moon Knight reden, müssen wir mal ein bisschen über meinen neuen schicken Stuhl sprechen. Original mit Iron Man Unterschrift und allem drum und dran. Ich stehe mal kurz auf, weil... Dieser wunderschöne Stuhl ist von Noble Chair, ist ein sehr, sehr geiler Gaming Chair, aber natürlich auch fürs Büro bestens geeignet, weil tatsächlich, das muss ich sagen, als jemand, der schon öfter mal was mit seinem Rücken hat, dieses Ding ist wunderbar für den Rücken gemacht. Wir haben hier so Seitenlehnen, die sich hier wunderschön anschmiegen. Es gibt bei diesem Stuhl hier sogar eine Lendenwirbelstütze, was wirklich eure Wirbelsäule auch nochmal ein bisschen gerader rückt. Die sind wirklich gut gemacht. Auch für große Leute wie mich kann man sich wunderbar schön hier hinten anlehnen. Die Lehnen sind verstellbar. Man kann sie hoch und runter machen. Alles, wie man das hier irgendwie gewohnt ist, hat auch die beste VIP-Funktion, die ich seit langem in irgendeinem Stuhl hatte. Von daher kann ich euch diesen Stuhl von Noble Chair wirklich nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr jetzt auch Bock habt, irgendwie so einen Marvel-Stuhl zu bekommen. Es gibt auch andere Designs mit Fallout und Elden Ring, habe ich gesehen. Dann klickt einfach mal auf den Link unten in der Videobeschreibung und besorgt euch vielleicht auch so ein Ding. Machen auf jeden Fall wirklich sehr viel Spaß. Und wir legen jetzt los mit der ersten Episode von Moon Knight. Das geht natürlich nicht ohne den einen oder anderen Spoiler. Ihr kennt das Spiel. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Embrace the Chaos. Wann spielt das Ganze eigentlich? Ja, mit Moon Knight haben wir jetzt ja mittlerweile schon die sechste Serie innerhalb des MCUs. Das fing ja damals mit WandaVision an. Die letzte Serie, die wir hatten, war dann Hawkeye. Demnächst erwartet uns dann im Juni auch noch Miss Marvel und irgendwann später auch noch She-Hulk. Also auch im Serienbereich wird das hier immer weiter und weiter ausgebaut. Und natürlich muss man sich da so ein bisschen fragen, ja, wie ist denn da die Kontinuität? Bisher war das ja wirklich sehr eindeutig und es ist auch bei Moon Knight sehr eindeutig. Das Ganze spielt natürlich wirklich in Phase 4. Wir haben jetzt hier nicht plötzlich irgendwelche Zeitsprünge. Wir befinden uns nicht auf einmal vor den Ereignissen von Endgame. Nein, auch Moon Knight, die Serie an sich, spielt nach den Ereignissen von Endgame. Das heißt, der Blip ist passiert, die Leute waren 5 Jahre lang weg, sind dann wieder gekommen. Und dass das tatsächlich so stimmt, sieht man zumindest in einem der Trailer, in einem kurzen Easter Egg. Wenn man hier mal auf diesem Bild guckt, wie Moon Knight vor diesem Doppeldeckerbus in London steht, dann ist da in der Werbung auf dem Bus das GRC-Zeichen zu sehen. Und das ist der Global Repatriation Council, den wir das erste Mal ja in Falcon and the Winter Soldier kennengelernt haben. Das ist der Rat, der sich um die Menschen kümmert, die jetzt nach den Ereignissen von Endgame plötzlich einfach wieder aufgetaucht sind, die für ihr Verständnis halt wirklich nur 5 Sekunden lang weg waren, aber die auf der Erde 5 Jahre lang gefehlt haben. Und um diese Leute und wie sie verteilt werden, wie man ihnen wieder Jobs gibt, wie man das alles finanziert, dafür haben wir halt diese GRC. Und damit ist auf jeden Fall nochmal geklärt, ja, Moon Knight spielt wirklich weiter in dieser Kontinuität des MCUs von Phase 4. Was ist mit Steven Grant los? Ja, fangen wir natürlich mit der wichtigsten Figur an. Steven Grant, gespielt von Oscar Isaac, und ich fand ihn wirklich großartig in dieser Rolle. Aber man merkt hier natürlich auch sofort, okay, irgendwas ist nicht ganz normal an Steven. Allein die Tatsache, dass er irgend so eine Art Schutzkreis aus Sand um sein Bett macht, ist schon etwas merkwürdig. Dass er sich dann auch noch festkettet, bevor er schlafen geht, deutet alles darauf hin, dass Steven offensichtlich ein ziemlich großes Schlafwandlerproblem hat, obwohl er selbst gar nicht so genau weiß, was eigentlich mit ihm los ist. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, denn auch in den Comics wissen die unterschiedlichen Persönlichkeiten innerhalb eines Mark Spectors nicht wirklich unbedingt voneinander. Das entwickelt sich erst mit der Zeit, dass dann hier wirklich klar wird,
oh, es gibt 4 Stück von uns. Und das wird ja auch schon in den Endcredits angedeutet, dass wir halt von Steven Grant hier mehr sehen, weil er hier auf einmal einfach 4 Gesichter hat. Und genau das wird uns die Serie dann auch zeigen. Jetzt in der ersten Episode haben wir davon noch nicht so viel mitbekommen. Wir wissen nur Folgendes. Ja, wir haben Steven Grant, der in einem Museum arbeitet, aber sich schon mal extrem von dem Steven Grant unterscheidet, den wir aus den Comics kennen. Weil dort ist es ein ziemliches Finanzgenie, das sich durch Handel an der Börse ein ziemlich großes Reichtum angehäuft hat, um damit dann wiederum die Aufgaben eines Moon Knights zu finanzieren. Dann gibt es natürlich noch Mark Spector, der zumindest in dieser ersten Episode erwähnt wird. Und er wird auch ganz kurz Söldner genannt. Und Mark Spector ist ja in den Comics eigentlich die erste Persönlichkeit, die man auch als Comicleser kennenlernt. Der war erst bei den Marines, dann war er beim CIA, dann wurde er schließlich zum Söldner. Und bei einem dieser Aufträge in Nordafrika kam er dann mit einer ziemlich mysteriösen und finsteren Gestalt namens Bushman zusammen, der ihn sogar erschoss. Zumindest glaubte man, dass man ihn erschossen hat. Und der sterbende Mark Spector trifft dann eben auf diesen Mondgott Khonshu und geht mit ihm einen Deal ein, um quasi der Avatar Khonshus auf Erden zu werden. Dadurch verleiht Khonshu ihm ja dann auch die Fähigkeiten eines Moon Knights, wodurch wir die nächste Persönlichkeit haben, die in Mark Spector aka Steven Grant haust, nämlich der Moon Knight, dieser Superheld, den wir zumindest auch ganz kurz hier in der ersten Episode dann zu Gesicht bekommen. Genauso natürlich übrigens auch Khonshu selbst, den wir hier in dieser Flursequenz einmal kurz sehen. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass diese erste Episode uns noch gar nicht wirklich die Origin-Story gezeigt hat. Das wird man sich wahrscheinlich noch für spätere Episoden aufheben. Ja, in den Comics kommen dann zu Steven Grant, zu Mark Spector und zu Moon Knight noch 2 weitere Persönlichkeiten dazu. Einmal Jack Lowley, der hier quasi das genaue Gegenteil von Steven Grant ist. Er ist ein ziemlich zwielichtiger Taxifahrer, der hier aber gute Kontakte zu allen möglichen Menschen hat und so halt auch sehr gut Informationen für Moon Knight sammeln kann. Ob wir aber Jack Lowley zu Gesicht bekommen werden, wage ich zu bezweifeln, weil man ja hier schon die Steven Grant Story komplett umgeändert hat. Da wird man sich wahrscheinlich eher auf die in den Comics 5. Persönlichkeit beziehen, nämlich Mr. Knight. Und Mr. Knight haben wir zumindest schon in den Postern zur Moon Knight Serie gesehen. Und Mr. Knight ist nicht zu verwechseln mit Moon Knight. Allerdings wurde diese neue Persönlichkeit auch in den Comics erst relativ spät eingeführt, nämlich erst 2014. Und dort wurde dieser Mr. Knight quasi das Sprachrohr für alle unterschiedlichen Persönlichkeiten innerhalb von Mark Spector. Gleichzeitig ist das auch die Persönlichkeit, die in Kontakt tritt mit Leuten, die Hilfe von Moon Knight brauchen. Also er ist quasi noch so die Vorstufe, bevor dann der eigentliche Superheld Moon Knight in Aktion tritt. Wer oder was ist Amit? Tja, und bei dieser Frage muss ich wirklich auch vorsichtig sein, weil ich sag's mal gleich vorweg, ich bin absolut kein Experte, was altägyptische Gottheiten angeht. Ich habe mir das jetzt auch nur irgendwie schnell angelesen, um das halbwegs in eine Perspektive zu packen. Das Interessante ist auf jeden Fall, das muss man sagen, diese ganzen altägyptischen Götter gibt es tatsächlich auch als Marvel-Varianten. Und hier wird es jetzt halt interessant, weil nicht nur Moon Knight hat uns schon Gottheiten gebracht, das hatten wir auch schon vorher im MCU und das wird sich auch noch steigern. Weil wir haben natürlich die Asen, die nordischen Götter in Thor. Und demnächst kommt ja dann auch noch Thor 4, wo uns auch die griechischen Götter vorgestellt werden, weil dort wird niemand Geringeres als Russell Crowe Göttervater Zeus spielen. Und diese ganzen Marvel-Varianten von uns bekannten Gottheiten kommen quasi hier aus irgendeiner Taschendimension, die sich dann irgendwann mal auf der Erde angesiedelt haben. Und so hat man hier einfach so das Spektrum von magischen, göttlichen Wesen in den Comics noch weiter ausgebaut. Und da gibt es natürlich auch die altägyptischen Götter. Und Steven Grant in der Serie sagt es ja schon ganz richtig, diese Gruppierung der altägyptischen Götter wird Ennead genannt. The Ennead, you know, like a supergroup of Egyptian gods. Das sind hier dann insgesamt 9 Gottheiten,
zu der aber Amit selbst nicht gehört. Sie ist eine altägyptische Jenseitsgöttin, die halt sehr, sehr häufig mit so einem Krokodilkopf dargestellt wird, was natürlich auch erklärt, warum Arthur Harrow, gespielt von Ethan Hawke, diesen Stab hat mit diesen Krokodilsköpfen drauf, weil er ist offensichtlich auch ein Avatar, ein Priester, ein Diener von Amit. Allerdings wird ihre Rolle hier in der Serie so ein bisschen höher gespielt, als sie es in Wirklichkeit ist, weil sie ist nicht diejenige, die abwiegt, welche Seelen wirklich Gutes getan haben. Das macht eigentlich Osiris, der wahre Totengott des alten Ägyptens. Osiris wiederum gehört aber tatsächlich auch zu dieser Ennead, also zu dieser Neuenheit der Götter im alten Ägypten, während Amit da gar nicht in diese Gruppe mit reingehört. Und das wird ja hier auch schon in der ersten Folge erwähnt, dass sie offensichtlich von den anderen Göttern verstoßen wurde und deswegen jetzt hier offensichtlich auch irgendeine Art Hass gegen Khonshu entwickelt hat und möglicherweise auch gegen die anderen Götter. Das heißt im Umkehrschluss, wir könnten es hier wirklich am Ende der Serie mit einem großen Kampf der altägyptischen Götter zu tun bekommen, die jetzt hier quasi mit Stellvertretern wie Moon Knight oder Arthur Harrow auf der Erde gegeneinander kämpfen. Das könnte wirklich, wirklich sehr, sehr spannend werden, weil hier dann auch die Rolle von Khonshu noch eine ganz, ganz besondere werden wird, weil er hier offensichtlich Mark Spector irgendwann ausgenutzt hat, um eben gegen Arthur Harrow kämpfen zu können. Und Arthur Harrow ist hier jetzt eine ganz andere Figur als die, die wir aus den Comics kennen, weil da ist er einfach nur irgendwie mal ein Wissenschaftler gewesen, der in Ungnade gefallen ist und war eigentlich auch kein großer Moon Knight Comic Gegner. Hier baut man das jetzt natürlich auf ganz andere Art und Weise aus. Wer sind Duchamp und Layla? Wenn Stephen Grant in diesem Versteck hinter seiner Wand dieses Telefon findet, dann stehen da zwei Namen. Ganz, ganz häufig wird er von einer gewissen Layla angerufen und während er da so durchskippt, sieht man einmal ganz kurz den Namen Duchamp und natürlich hat das irgendwas mit den Comics zu tun. Duchamp ist niemand Geringeres als Jean-Paul Duchamp oder auch Frenchie genannt. Und wenn ihr jetzt an The Boys denkt, dann vollkommen zu Recht, weil da gibt es ja auch einen Frenchie. Dieser Frenchie hier bei Moon Knight ist ein französischer Soldat, der sich irgendwann mit Mark Spector angefreundet hat, als die beiden gemeinsam in Nordafrika gearbeitet haben. Er ist quasi so etwas wie der beste Freund von Mark Spector, gleichzeitig auch ein sehr, sehr guter Pilot. In den Comic ist er übrigens verantwortlich für die Entwicklung des sogenannten Mooncopters, also quasi der persönliche Hubschrauber von Moon Knight, weil jeder coole Superheld braucht auch irgendein Gefährt und Moon Knight macht da keine Ausnahme. Die Frage ist natürlich, ist es jetzt hier nur ein Easter Egg? Bekommen wir Frenchie in irgendeiner Form tatsächlich noch zu sehen? Ich könnte mir vorstellen, wenn wir wirklich nochmal in die Origin Story von Mark Spector mit eintauchen, dann könnte man uns vielleicht auch nochmal Frenchie zeigen. Das bringt uns dann aber zu Layla, die wir hier zumindest am Telefon auch hören, weil sie Stephen Grant aka Mark Spector auch anruft. Sie wird gespielt werden von Mae Calamari und soll hier in der Serie eine Archäologin sein. Das wird hier wahrscheinlich darauf hinausgehen, dass sie so ein bisschen der Love Interest von Mark Spector ist, dass sie vielleicht auch dafür verantwortlich ist, dass er irgendwann in Ägypten diesen Tempel findet, wo er ja dann auch auf Khonshu trifft. Das könnte dann wiederum verbunden sein mit seiner ganzen Origin Story. Da bin ich auf jeden Fall mal noch gespannt, wie man das hier mit ihr und ihm weiter erklären wird. War das jetzt wirklich ein Werwolf? Ja, kommen wir zur letzten großen Frage zu Folge 1, nämlich war das jetzt am Ende ein Werwolf oder doch nicht, weil genau diese Szene gab es ja so auch schon im Trailer zu sehen und jetzt können wir wohl davon ausgehen, nein, es war kein Werwolf. Wenn in der Serie schon so viele Bezüge zum alten Ägypten gemacht werden, kann man hier wohl eher davon ausgehen, dass das kein Werwolf ist, sondern ein Schakal. Das heißt, hier gibt es möglicherweise eine Verbindung zu dem Gott Anubis, der entweder mit Amit zusammenarbeitet oder noch was ganz Eigenständiges ist und hier auch Mark Spector aka Khonshu verfolgt. Interessant ist auf jeden Fall, dass in der 2016er Comic
Comic-Reihe zu Moon Knight solche Schakalwesen tatsächlich auch Thema wurden, die halt so humanoide Hundswesen gewesen sind, die Jagd auf Moon Knight gemacht haben. Das könnte man jetzt hier halt wirklich gut umsetzen, weil die Frage bleibt ja immer noch, wer hat dieses Viech jetzt tatsächlich auf Steven Grant geschickt? War es wirklich Arthur Harrow oder spielt da noch etwas Größeres eine Rolle? Weswegen ich halt nach wie vor auch daran festhalte, dass wir diese Ennead, also diese altägyptischen Götter, wirklich in irgendeiner Form als Gruppe hier in der Serie auch zu Gesicht bekommen könnten, die jetzt hier ihren Kampf gegen Amit austragen, weil sie sie eben irgendwann ausgeschlossen haben. Nichtsdestotrotz können wir uns auch demnächst bei Marvel auf einen Werwolf freuen, nämlich Werewolf by Night wird tatsächlich als Halloween-Special umgesetzt. Der Schauspieler Gael Garcia Bernal wird die Hauptrolle spielen und niemand Geringeres als ein gewisser Michael Giacchino wird hier Regie führen und wenn euch der Name was sagt, richtig, der ist eigentlich Komponist. Er hat zum Beispiel die Musik zu Lost gemacht oder jetzt vor kurzem halt zu The Batman. Er gibt jetzt sein Regiedebüt ausgerechnet im MCU mit Werewolf by Night. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was das noch so wird, weil es dort natürlich auch theoretisch die Verbindung zu Moon Knight geben könnte, weil dieser Werewolf by Night und Moon Knight sind schon häufiger mal aneinander geraten. So, und das war jetzt erstmal alles Wichtige, was ich aus dieser ersten Episode von Moon Knight mitgenommen habe. Ich muss sagen, es gefällt mir wirklich gut. Es ist was schön Eigenständiges. Es hat jetzt nicht so viel Verbindung zum MCU, sondern ist auch gut für Neueinsteiger geeignet. Gleichzeitig gibt es natürlich die ein oder anderen Comic-Verweise, auf die ich hier weiterhin Woche für Woche eingehen werde. Und ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze dann am Ende ausgehen wird. Aber jetzt frage ich natürlich wie immer euch, wie hat euch die erste Episode gefallen? Was sagt ihr zu Oscar Isaac als Steven Grant, a.k.a. Mark Spector, a.k.a. Moon Knight? Und was sind so eure Theorien, was alles noch passieren wird? Und welche Easter Eggs habe ich vielleicht noch verpasst? Schreibt mir all das in die Kommentare. Und für mehr zu Marvel, klickt einfach mal auf diese Playlist.